نروح نشوف مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال ايه بعد المباراه. Ja, wir wussten, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Nach dem 3-0-Sieg gegen Samarek ist dann immer wieder natürlich auch schwierig, sich wieder zu fangen in den drei Tagen und dementsprechend sich selber auch zu motivieren und diese Energie abzurufen. احنا كنا عارفين ان الماتش مش هيكون سهل، هيكون ماتش صعب علينا بعد ماتش الزمالك، ان الواحد في خلال 48 ساعه يقدر بعد فرحه ماتش الزمالك والطاقه اللي اتبذلت في ماتش الزمالك ان الواحد يرجع تاني يجدد طاقته، يقدر يرجع للماتش ذهنيا وبدنيا في 48 ساعه. ده صعب، وعشان كده كنا عارفين الماتش مش هيكون سهل. Das ganze Spiel sicher auch mehr Möglichkeiten oder bessere Torchancen gehabt und sind froh, dass wir das eine Tor mit Scherif noch schießen konnten und jetzt auch schon das zweite Spiel, wo wieder Tore oder ein Tor erzielt hat und wir freuen uns oder ich freue mich natürlich besonders, dass ihm das gelungen ist. احنا طبعا خلقنا فرص النهارده، لكن في النهايه كسبنا بجون واحد بس اللي احرزه شريف، وانا مبسوط جدا لمحمد شريف ان هو للماتش الثاني على التوالي بيحرز اهداف وبيقدر ان هو يساعدنا ان احنا نكسب المباراه. Grundsätzlich bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil es eigentlich in dieser Liga immer so ist, dass auch gegen die Untersten oder die, die im unteren Tabellenbereich sind, dass es schwierig ist, gegen sie zu spielen, weil sie kämpfen, weil sie auch dann gute Konter nach vorne spielen. Und ja. 1-0، es gibt 3 Punkte und wir sind zufrieden. انا سعيد جدا طبعا ان احنا كسبنا المباراه. الماتشات اللي بتبقى بالذات كمان في مع الفرق اللي في اخر الجدول دايما بتبقى صعبه، الفرق دي بتحارب، بتبقى عايزه كل نقطه بتكافح عشانها، وهي دي الماتشات اللي بتحدد الدوري، وانا سعيد جدا ان احنا كسبنا الثلاث نقط النهارده. Ich gratuliere dann für die 3 Punkte heute. Der Ahli fliegt dann zum Club WM. Was versprechen Sie dann die Fans von Al Ahli? Weil die Fans von Al Ahli dann haben immer dann mehr Erwartungen nach jedem Teilnahme. نعم، هي تايلاند مع كلوب ام. السؤال عن ان الاهلي ان شاء الله هيشارك في كاس العالم للانديه، وبعد عده ايام ايه اللي مستر كولر يقدر ان هو يوعد بيه جماهير النادي الاهلي، خصوصا طموحات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتعلى بعد كل مشاركه في كاس العالم للانديه. Ich weiß nicht, ob die Trainer vor mir Versprechungen gemacht haben. Ich mache keine, weil wir natürlich auch zuerst wissen müssen, wer alles mit dabei ist und wir wollen Spiel um Spiel angehen und nicht irgendwie schon von weiß irgendwas träumen oder schon Versprechungen machen. Also du musst jedes Spiel zuerst spielen, sage ich meinen Spielern immer. Und immer das nächste Spiel ist das Schwierigste. Und wenn sie das weiter so konsequent verfolgen und zuhören, dann können wir vielleicht etwas Größeres erreichen, aber wichtig ist immer ans nächste Spiel zu denken und nicht schon von einem Finale, das man noch gar nicht erreicht. أنا مش عارف المدربين اللي قبلي كانوا بيوعدوا ولا لا، بس أنا مش من النوعية دي. أنا ما بوعدش، صعب إن أنا أوعد بحاجة، أنا لأن أنا دايماً بلعب ماتش بماتش، كل ماتش زي ما أنا دايماً بقول للاعيبتي الماتش الجاي هو أهم ماتش، فبالتالي أنا باخد أي بطولة بندخل فيها باخدها محطات، نبدأ أول ماتش ونخش فيه وبعدين، لكن أنا أبدأ أحلم واوعد الكلام ده مش عندي خالص. هنبدا ان احنا ان شاء الله نخوض روح البطوله ونحارب على كل ماتش ورا التاني، واحلامنا بتطلع مع كل ماتش بنعديه ان شاء الله. Mr. Kohler, ich gratuliere dir für den Sieg heute. 3 ganz wichtige Punkte heute. Die lässt den Ahli dann immer an der Spitze der Meisterschaft. Ich würde gerne fragen, wissen dann, warum Karaba heute nicht teilgenommen hat oder nicht gespielt hat. Und werden Sie zur Club-WM fliegen dann ohne den neuen Stürmer, Sie verpflichten wollen? سؤال عن مشاركة كهربا النهاردة، ليه كهربا ما شاركش النهاردة؟ والسؤال الثاني، هل مستر كولر هيروح كأس العالم للأندية بدون صفقة المهاجم الجديد، صح كده؟ Also كهربا hat natürlich längere Zeit nicht gespielt oder mehrere Monate und da fehlt natürlich auch der Spielrhythmus und wir haben ihn die letzten 2 Spiele hat gespielt von Anfang an, hat sich gut aufgewärmt, aber dann
ist natürlich auch die Luft ausgegangen, weil das eigentlich völlig normal ist, wenn man so lange nicht mehr spielt. Und بالنسبة لكهربا هو كان عامل يعني قعد فترة طويلة جدا ما بيلعبش، وبعدين بعد كل الراحة دي أو الفترة الطويلة من غير لعب نزل لعب ماتشين بادئ بيهم، ده بياخد من طاقة اللاعب، وهو طبعا لسه ما جاتش اللياقة البدنية بتاعته، لسه ما دخلش في رتم الماتش أو الماتشات، فعشان كده صعب إن أنا أقرص عليه إن هو ينزل تلات ماتشات ورا بعض في الوقت الحالي. Vorrangig auch eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass nicht irgendwie eine Verletzung passiert. Wir wollen hier nichts riskieren und das ist natürlich auch die Aufgabe des Trainerteams, das zu sehen und zu beobachten und dementsprechend dann einzugreifen. كانت مجرد ان انا بحمي اللاعب، مش عايز اخد ريسك، مش عايز اخد مخاطره ان انا ممكن لا قدر الله يحصل له اي اصابه لانه راجع بعد فتره طويله. فاحنا كجهاز فني دايما بنتناقش في الحاجات دي، ازاي ان احنا نحمي اللعيبه دي، بالنسبه لي اهم حاجه، والموضوع كان مجرد ان انا بحمي كهربا. Wir haben Verpflichtungen für den neuen Stürmer. Ja, das, wir haben ja noch bis Ende Monat Zeit, das sind noch ein paar Tage. Haben wir noch ein paar Tage bis Ende des Jahres, inshallah. Sind nur fünf Tage noch. Ja, aber fünf Tage sind fünf Tage. Fünf Tage. Gratuliere dem für den Sieg. Sie haben dann mit Kuka dann als Linksverteidiger dann begonnen, obwohl dann er als Sechser und dann hat er nicht gut gespielt. Dann haben sie ihn spielen lassen, ausgewechselt und dann haben sie dann in der zweiten Halbzeit Khaled dann als Linksverteidiger. Glauben Sie, dass Al Ahly braucht dann einen Linksverteidiger, dann der als Ersatz für Mahloul spielen soll? Kuka حصل عنده مشكله في الخلفيه فعشان كده وانا ما كنتش عايز اغامر او اخاطر بيه فهو ما خرجش عشان هو مثلا كان ما قداش كويس هو خرج بس عشان الاصابه يعني لو ما كانش اتصاب كنت او حس بمشكله كنت خليته يكمل الماتش كله Nach dem Spiel gegen Sumoh haben sie gesagt, sie haben dann ihren Stürmer schon gefunden und es sind 10 Tage jetzt vergangen und sie haben den Stürmer noch nicht geholt. Haben sie denn den gleichen Stürmer, haben sie immer noch dann ausgesucht oder gibt es noch einen anderen oder haben sie ihre Wahl aus Nein, geändert? Ich habe einfach gesagt, welche Stürmer ich gerne hätte und alles andere bin ich dann nicht mehr zuständig. Ich habe الباقي مش بتاعي. Sie haben heute dann sehr viele dann Änderungen in viele Positionen. Wir haben dann Marwan spielen lassen anstatt von Afsha und dann jetzt Khaled Abdel Fattah haben sie ihm dann in 3 verschiedene Positionen spielen lassen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Was ist Ihre Meinung dazu, dass sie Khaled dann so in viel verschiedene Positionen spielen ließ. Ja, dass er ein Spieler ist, der in jeder Position spielen kann. Wir reden noch Khaled يقدر يلعب في اي مركز. Dann kann er dann als Stürmer auch spielen, Mittelstürmer. Ja, also von der Schnelligkeit her könnte das. على فكرة هو عنده سرعات ينفع برضه. Ich würde ihn jetzt nicht als Torhüter bringen, aber sonst. هو مش هيوقفه حارس مرمى دي لا بس. Fliegt Kahraba auch mit der Mannschaft zu Club WM? Ja, wir haben jetzt noch ein paar Tage und müssen schauen, was da passiert. عندنا بعض الايام لغايه السفر. Habe ich noch nicht zusammengestellt. وانا لسه ما حطيتش قائمه البطوله. لسه عندنا بعض الايام نفكر ونشوف مين اللي هيبقى معانا ان شاء الله. Jetzt auch die nächsten Tage noch anschauen, wie die Spieler das oder diese Spieler jetzt auch verkraftet haben. Wer gesund ist, wer fit ist. لازم كمان اشوف اللعيبه في الايام اللي جايه مين اللي حالته البدنيه تسمح، مين في اصابات، ما فيش اصابات، لازم كل ده لسه هنقعد نعمل الحسابات دي. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Meine Frage ist über Kahraba. Dann hat in 2 Spielen gezeigt, dass er effektiv dann ans Tor ist, dann ist torgefährlich ist. Haben Sie mit Kahraba dann den Stürmer gefunden, den Sie die ganze Zeit gesucht haben? Ja, Kahraba war da schon länger da und ich hatte eigentlich immer vorgesehen, dass er, also das haben wir mir auch mitgeteilt, dass er eher, also dass er auf der linken Seite spielt.
oder auf der Außenbahn. Und dann habe ich aber auch gehört, dass er mal einen Stürmer gespielt hat. Und meine Idee war dann vielleicht ein bisschen verrückt, weil er halt eben auch nicht viel oder wenig Spiele hatte und diesen Spieler muss nicht hatte. Und darum habe ich ihn vorne in der Mitte eingesetzt. Da muss er vielleicht defensiv auch ein bisschen weniger arbeiten und hatte das in den zwei Spielen mit den Toren, mit den Assists, hat er gezeigt, dass er da hervorragend spielen kann. Kahraba معايا من أول الموسم فأنا شايفه شايف أداؤه. أنا طبعاً أما مسكت الفرقة كان بيتقال إن كهربا بيلعب جناح شمال. قبل الماتش اللي فات انا اللي هو قبل ما العبه جات لي الفكره المجنونه ان انا العبه راس حربه، فسالت فقالوا لي ان هو لعبها قبل كده، فلقيت ان دي هتبقى فكره كويسه لان هو عنده امكانيات عاليه في عمليه التهديف، وكمان عشان المنطقه دي او المكان المركز ده مش هيحتاج ان هو يعمل ادوار دفاعيه كتير زي لما يلعب على الجناح، هيحتاج يجري مسافات طويله جدا. فاعتمدت عليه واديته الثقه وهو كان قد الثقه دي وعمل احسن ما اي مدرب يتمنى، جاب جونين وعمل اسيست. اكتر من كده هحتاج ايه؟ هل منتظر ان احنا ممكن نشوف كهربا خلال الاوقات اللي جايه يبقى هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي؟ wird Kahraba dann vielleicht dann in nächster Zeit dann der Haupt also Stürmer für dich dann sein? Ja, also ich denke, er wird sicher dann ab und zu spielen, aber er wird sicher nicht alle Spiele spielen. Also es ist wichtig, dass wir da natürlich auch darauf achten, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass er lange Zeit gar kein Spiel gehabt hat und nicht diese Spielintensität in den Beinen hat. Also das braucht auch noch Zeit. بالتأكيد هياخد ماتشات وهيلعب كهربا معايا الفترة الجاية، لكن مش برضه بالتأكيد مش كل الماتشات، ما عنديش حد بيلعب كل الماتشات عشان التدوير، وخصوصا ان هو راجع من فترة طويلة من الإيقاف، فلسه اللياقة البدنية محتاجة وقت، ما أقدرش إن أنا أضغط عليه بشدة ماتشات كل ثلاث أيام، مش هيستحمل معايا، فلازم إن احنا هنديله لغاية لما إن شاء الله أحس إن هو يقدر ياخد أكتر من كده.